Amnesty dokumentiert schon seit mehreren Jahren die Geschehnisse in Libyen. Generell sind die Umstände in den Haftanstalten in Libyen katastrophal, sowohl für Liber wie halt auch gerade für Migranten und Schutzsuchenden. Denn in Libyen kann jede Person, die illegal in das Land gekommen ist, sich dort ohne Erlaubnis aufhält oder dies ohne Erlaubnis verlassen will, für unbefristete Zeit inhaftiert werden. Schon allein das ist eine willkürliche Inhaftierung und damit illegal. Und dann sind in den Haftanstalten die Umstände wirklich grausam. Also es kommt zu Folter, Menschen werden oder berichten von täglichen Misshandlungen, zum Beispiel durch Schläge mit Elektrokabel. Die Unterbringung ist sehr schlecht, oft zum Beispiel einfach unter freiem Himmel in einem Hof, der dann auch noch vielleicht extra mit Wasser besprengt wird, damit es noch umso unangenehmer für die Menschen ist. Die Personen werden auch teilweise dazu gezwungen, ohne Geld zu arbeiten, also was auch Ausbeutung darstellt. Und wenn jetzt die EU anfängt, die libysche Küstenwache in ihren Bemühungen zu unterstützen, Personen davon abzuhalten, in internationale Gewässer zu kommen, dann kann sie sich daran mitschuldig machen. Denn die libysche Küstenwache bringt jede Person, die sie auf dem Mittelmeer aufgreift, in diese Haftzentren zurück. Wie ist denn Amnesty International jetzt eigentlich an diese Information gekommen? Was für Recherchegrundlagen hat Amnesty da? Unsere Mitarbeiter waren im Mai diesen Jahres in Sizilien und Apulien in Italien und haben dort mit Überlebenden der Überfahrt von Libyen nach Italien gesprochen und haben so diese Berichte gehört, natürlich auch so ein bisschen gegengecheckt. Und darauf beruhen jetzt unsere Presseerklärungen, die wir am Dienstag gemacht haben zu den schrecklichen Umständen. Aber diese Recherchen reichen halt über Jahre zurück. Also 2011 haben wir schon von den Umständen berichtet. Letztes Jahr haben wir einen relativ umfassenden Bericht zu der Lage veröffentlicht. Also eigentlich ist die Situation bekannt. Deswegen ist es umso erstaunlicher, dass die EU und auch Deutschland trotzdem darüber nachdenkt, mit der Küstenwache zu kooperieren und sich möglichst dann mitschuldig macht, dass Menschen in diese Haftzentren zurückgeschickt werden. Sie haben gerade schon die Mitverantwortung der EU an der Lage angesprochen. Aus der Tatsache, dass die EU Geflüchtete im Mittelmeer ertrinken lässt, scheint sich die EU ja herauszuwinden, indem sie die Schuld auf Schlepperbanden schiebt, die es zu bekämpfen gelte. Aus den Informationen aus Ihrem Bericht kann man ja schlussfolgern, dass die EU für ihre Interessen dann auch sozusagen Tod von Menschen und Menschenrechtsverletzungen in Kauf nimmt. Was für eine Rechtfertigung hätte die EU denn da? Kann man das dann auf die libysche Regierung einfach schieben? Genau, die EU versucht gerade ihre Bemühungen, Flüchtlinge davon abzuhalten, überhaupt erst aufs Meer zu kommen, genau damit zu rechtfertigen, dass sie sich ja sonst auf einem sehr gefährlichen Weg begehen. Das ist ja auch ein bisschen die Argumentation bei dem EU-Türkei-Deal, also dass man sagt, wir verhindern, dass Flüchtlinge überhaupt aufs Meer gehen und damit schützen wir sie. Aber das ist leider eine falsche Argumentation, denn die Flüchtlinge sind nicht geschützt, wenn sie zum Beispiel in Libyen feststecken. Da müssen sie rauskommen können. Und natürlich ist es nicht schön, keiner will, dass die Menschen auf die Boote müssen, aber gerade haben sie ja keine andere Wahl, weil die EU es nämlich versäumt, ihnen sichere und legale Zugangswege zu ermöglichen. Also gerade durch diesen Mangel an sicheren und legalen Zugangswegen, zum Beispiel durch humanitäre Visa oder so ein Neuansiedlungsprogramm der Vereinten Nationen, werden die Flüchtlinge erst gezwungen, überhaupt die Dienste der Schlepper in Anspruch zu nehmen. Hat denn Ihr Bericht jetzt eigentlich schon Reaktionen hervorgerufen oder was für Reaktionen gibt es seitens libyscher Regierung oder allgemein in der EU da? Reaktionen, Stellungnahmen etc.? Also ich habe persönlich bisher noch von keiner Rückmeldung gehört. Im Regelfall muss man sagen, wird zunächst erstmal gesagt, dass sie die Vorwürfe prüfen werden. Also so auch geschehen mit unseren Dokumentationen über Abschiebung von der Türkei nach Syrien, die ja dann gerade veröffentlicht wurden, als es um die Verhandlungen zum EU-Türkei-Deal ging. Auch da wird dann immer gesagt, wir prüfen das, aber oft kommt dann kein öffentliches Ergebnis dabei rum. Aber es ist natürlich wichtig, diese Recherchen zu veröffentlichen, um Druck zu machen. Aber ich befürchte, dass der Öffentlichkeit noch nicht bewusst ist, inwieweit sich die EU mit der libyschen Küstenwache dabei Menschenrechtsverletzungen mitschuldig macht. Da war vielleicht die öffentliche Wahrnehmung beim EU-Türkei schon viel größer dafür, was überhaupt da an Absprachen läuft. Genau darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Können Sie einschätzen, wie diese katastrophale Lage der Geflüchteten in der medialen Berichterstattung Beachtung bis jetzt erfährt? Es ist aber natürlich immer sehr unterschiedlich. Also gerade wenn wir uns das Mittelmeer anschauen, machen natürlich wirklich nur die schlimmen
Schiffskatastrophen die Schlagzeilen, also wenn wirklich auf einen Schlag mehrere Hunderte oder sogar bis zu 1000 Menschen sterben. Aber es kommt ja fast zu täglichen Bootsunglücken und diese ganze Geschichte im Mittelmeer ist einfach eine Tragödie und müsste natürlich auch medial noch viel mehr aufgegriffen werden, aber man hat natürlich das Gefühl, dass die Öffentlichkeit da ein bisschen ermüdet ist, das quasi schon kennt seit 2 Jahren, wir uns also auch daran gewöhnt haben, sozusagen, dass das Mittelmeer vor unserer Tür zum Massengrab geworden ist. Ich nehme mal an, Amnesty International hat ja schon die offensichtlichen Forderungen an die EU, also sowas wie ein bedingungsloses Recht auf Asyl oder dass Flüchtlinge legal einreisen können in die EU. Was fordern Sie denn nun von der EU konkret hier in dieser Situation im Umgang mit der libyschen Regierung? Aktuell sagen wir, dass jede Unterstützung für die Küsten, für die libysche Küstenwache zu Menschenrechtsverletzungen führen kann. Also deswegen sagen wir auch, dass die EU jetzt die Überlegung, die Küstenwache zu trainieren oder deren Kapazitäten zu stärken, dass solche Bestrebungen eingestellt werden müssen. Stattdessen sollte die EU selber ihre eigene Seenotrettung ausbauen und auch die Militäroperation Sophia, wie sie seit letztem Jahr heißt, im Mittelmeer, sollte als primäres Ziel die Seenotrettung haben und halt nicht die militärische Beobachtung von Schmugglern. Schon das könnte vielleicht helfen, dann mehr Menschen zu retten. Wenn nun die EU da nicht einlenkt oder auch nicht daran interessiert ist, die Situation für Betroffene zu verbessern, welche Möglichkeiten hat denn jetzt der Bürger oder auch ein Aktivist beispielsweise, um für Geflüchtete Wege zu bereiten, dass sie sich vielleicht wehren können oder die Lage etwas zu verbessern? Also ganz wichtig ist natürlich, dass die Bevölkerung zeigt, dass sie möchte, dass die Staaten aktiv Flüchtlinge aufnehmen. Also das ist ja so ein Paradox, dass Leute, die hier Schutz bekommen, dafür erst ihr Leben riskieren müssen. Und das kann quasi nur vermieden werden, indem bestimmte Programme ausgebaut werden, wie humanitäre Visa oder das Neuansiedlungsprogramm der Vereinten Nationen, was ich schon angesprochen habe. Und dafür hat Amnesty ab nächsten Montag auch online eine Petition, die Aktivisten unterschreiben können, um sich an die Bundesregierung zu wenden, um darauf aufmerksam zu machen, dass es mehr solche Wege geben muss. Und am Sonntag findet in verschiedenen Städten in Deutschland, unter anderem auch in Berlin, sogenannte Menschenketten gegen Rassismus statt. Und das ist natürlich auch aktuell ein wichtiges Zeichen, um zu zeigen, dass die Bevölkerung in Deutschland zusammensteht, dass wir uns nicht auseinandertreiben lassen und dass wir halt alle für den Schutz von Flüchtlingen und gegen Rassismus einstehen. Und das heißt Hand in Hand gegen Rassismus und findet man auch gut im Internet.